Hier sehen Sie ein Set zur Videoüberwachung aus NVR und vier passenden PoE-Überwachungskameras. Das hier ist der NVR mit seinen Anschlüssen. Hier ist die Maus und das Netzteil. Und hier sehen Sie die vier Kameras, die direkt an den NVR angeschlossen werden und auch per PoE mit Strom versorgt werden. Ein Router ist also nicht notwendig. Erster Schritt wie fast immer beim NVR: Gehäuse aufschrauben und die Festplatte einlegen. Dazu erst die vier Schrauben lösen und dann die Oberseite abnehmen. Stromkabel und Datenkabel mit der SATA-Festplatte verbinden. Festplatte einsetzen und Gehäuse wieder zusammenschrauben. Nun wird das HDMI-Kabel angeschlossen für die Verbindung mit dem Monitor. Die Kameras werden bereitgelegt. Die Maus zur Steuerung wird angeschlossen. Die Kameras werden per Netzwerkkabel verbunden mit den vier Eingängen am NVR. Der Strom wird angeschlossen. Die Kameras erscheinen nach dem Start des Rekorders im Videobild. Ein einzelnes Bild kann per Doppelklick vergrößert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung der Videoaufnahme. So kann man eine dauerhafte Videoaufnahme oder eine zeitgesteuerte Videoaufnahme einstellen. Über den Modus Playback kann eine Aufnahme wiedergegeben werden. Man kann das Bild pausieren, um zum Beispiel ein Gesicht besser zu erkennen. Unter dem Punkt Color Setting können die Farbeinstellungen des Bildes geändert werden. Der Nachtsichtmodus kann dabei separat angepasst werden. Im Hauptmenü kann der Punkt Record gewählt werden, um zum Beispiel eine zeitplanbasierte Videoaufnahme einzustellen. Der Punkt Backup ermöglicht es, die Videoaufnahmen der Festplatte auf einem USB-Speicher zu sichern. Unter dem Menüpunkt Alarm kann unter anderem die Bewegungserkennung eingestellt werden. So kann die Empfindlichkeiten der Bereich geregelt werden. Auch kann eingestellt werden, dass eine Alarmaufzeichnung erfolgt, eine E-Mail versendet wird oder ein FTP-Upload erfolgt. Außerdem gibt es die Möglichkeit zur Alarmierung bei Videosignalverlust oder wenn das Videobild versperrt ist. Im Bild zu sehen ist jetzt der Nachtsichtmodus mit einer Kamera im Vollbild. Der Fernzugriff auf den Rekorder ist per Netzwerk und Internet möglich. Im Bild zu sehen ist jetzt der Zugriff via Internet Explorer. Alle vier Kameras werden angezeigt. Erwerben Sie das Set zur Videoüberwachung auf www.alarm.de.